Die nächste Generation der Anlageberatung wird durch aufgeklärtere Kunden, durch politisch veränderte Rahmenbedingungen und durch den verstärkten Einsatz von Beratungssoftware beeinflusst werden. Um am Markt bestehen zu bleiben, brauchen Finanzdienstleister neue, tragfähige und kundenorientierte Geschäftsmodelle. Die nächste Generation der Anlageberatung wird von einfachen, fairen und transparenten Produkten geprägt werden. Die nächste Generation der Finanzdienstleister wird durch die hohen Anforderungen an die Transparenz in der Beratung und die Produkte geprägt sein. Die Anlageberatung in 10 Jahren wird standardisierter und zugleich professioneller sein als heute. Guten Tag und herzlich willkommen in Berlin. Unser heutiges Thema bei MeinGeldTV, die nächste Generation der Anlageberatung. Noch nie hat die Finanzindustrie einen derartigen Veränderungsprozess durchlebt. Angefangen von den AIFM-Bestimmungen für den Kapitalmarkt, über die Regulierungen für die Finanzdienstleister vom 34F, über die UCITS IV-Richtlinien bis hin zu den anstehenden Umsetzungen der ESMA-Vorgaben. Fehlverhalten und Regelverstöße haben zu einem enormen Misstrauen gegenüber der Branche geführt. Sind Gesetze, Regulierungen und Bestimmungen die Lösung zu dem Problem? Zielsetzung unserer Roundtable-Diskussion ist es, über die Ursachen der Problematik in der Finanzindustrie zu sprechen und Lösungsansätze mit Branchenexperten zu finden. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren ersten Gast, Herrn Frank Rottenbacher, Vorstand der Going Public Akademie für Finanzberatung und Vorstand des AFW Bundesverband Finanzdienstleistungen. Herrn Christoph Kanzler, Leiter der Niederlassung Deutschland der Dimensional Fund Advisors. Herrn André Breuer, praktizierender Honorarberater und Geschäftsführer der André Breuer GmbH, einem Servicedienstleister für Honorarberater. Herrn Detlef Gloh, Leiter der Fondsanalyse für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Lipper, dem größten Fondsanalysehaus der Welt. Herrn Prof. Dr. Stefan May, Professor für Finanzmarktanalyse und Portfoliomanagement und wissenschaftlicher Leiter der IKF, Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing GmbH. Herr Breuer, wie würden Sie die Situation beschreiben, in der sich die Finanzdienstleistungsindustrie aktuell befindet? Momentan würde ich die Finanzdienstleistungsindustrie in zwei Bereiche unterteilen wollen. Einmal die Produktemittenten, die Produkte zukünftig ja verfeinern müssen durch gewisse gesetzliche Regularien, die anstehen. Und einmal die Beraterschaft, die ja dann die Dinge, die neu sind, dann auch beraten müssen. Bei den Produktgebern habe ich in der Kürze die Erfahrung gemacht, dass man sehr stark diskutiert, wie man die Gesetze umsetzt in nach wie vor verkaufbare Produkte, die Marge sichern seitens der Produktemittenten. Und bei der Beraterschaft habe ich die Erfahrung gemacht, dass man abwartet, was die Produktemittenten wieder liefern, damit es dann auch wieder verkaufbar ist oder beratbar ist. Da möchte ich einen weiteren Punkt mit anfügen. Aus meiner Sicht hat die Finanzdienstleistungsindustrie derzeit auch noch eine massive Vertrauenskrise, und zwar zwischen dem Anleger und den Produktanbietern bzw. den Beratern, was sich ganz klar darin widerspiegelt, dass der Privatanleger, wie aber auch einige der semi-institutionellen Anleger, im Moment ihr Cash horten und es nicht in die am Markt verfügbaren Produkte investieren. Und Sie, Herr Rottenbacher, wie sehen Sie das? Ich glaube, es kommt hinzu, dass es noch eine oder zwei Vertrauenskrisen gibt. Zum einen eben vom Verbraucher, vom Kunden in die ganze Industrie, von den Produkten her und von der Beratung her. Das hat die Finanzkrise gezeigt. Da gibt es ja auch Exzesse, wie wir das leider auch im Bereich der privaten Krankenversicherung gesehen haben. Das schmälert das Vertrauen. Und es kommt hinzu, dass das Vertrauen ja in die gesamte Währung im Moment in Frage gestellt wird und dass da die Kunden abwarten und schauen, wie kann ich jetzt mein Geld anlegen, eben noch unter dem Fokus eben, dass die Zukunft des Euros einfach unsicher ist. Was ist die Ursache dafür, dass sich die Finanzdienstleistungsindustrie in dieser Schieflage befindet? Ich glaube, wenn wir von einer Schieflage sprechen, dann sollten wir vor allen Dingen den bereits erwähnten Vertrauensverlust in die Finanzbranche betrachten. Und ich denke, die Hauptursache, das Hauptproblem dieses Vertrauensverlustes liegt in der starken Provisionsgetriebenheit der gesamten Finanzbranche. Diese Provisionsgetriebenheit hat zu starken Anreizproblemen, als Ökonom muss ich von Anreizproblemen sprechen, zu starken Anreizproblemen geführt, was in der Praxis bedeutet, dass der Kunde sich nicht sicher sein kann, ob ein empfohlenes Produkt ihm deshalb empfohlen wird, weil es für ihn ein geeignetes Produkt ist oder weil er letztlich
später erfahren muss, dass dieses Produkt mit den höchsten Verprovisionierungssätzen verbunden war. Die Vertrauenskrise sehe ich als Symptom und nicht als Ursache. Die Ursache dafür ist, dass die Menschen Geld verloren haben, dass sie verstanden haben, dass das, was sie in der Vergangenheit verkauft worden ist, das, was Sie gerade gut beschrieben haben mit falschen Anreizsystemen, dazu geführt hat, dass sie überwiegend mangelhafte Ware erhalten haben. Und dieser Vertrauensverlust ist darin begründet, dass eben gerade jetzt in dieser Krise die Menschen sehen, was aus ihrem Geld geworden ist. Und das führt einfach zu massiven Irritationen. Das, was man auch sagen kann in Ergänzungen, dass das System in der Vergangenheit ein rein produktfokussiertes System war. Der Kunde war nur Mittel zum Zweck. Ich möchte das unterstreichen, was Herr Kanzler anspricht. Ich stelle auch fest, dass in den Banken, in den Beratungsprozessen diese Produktgetriebenheit auch dazu geführt hat, dass man die Expertise von der Beratungsfront abgezogen hat im Grunde und in die Produktentwicklung gesteckt hat. Also idealtypischerweise, und ich habe hier beispielsweise Gespräche mit Bankvorständen geführt, die wirklich die Idealvorstellung im Kopf hatten, die gesamte Kompetenz ist geballt in der Produktentwicklung, dort werden intelligente Produkte entwickelt und an der Front werden diese Produkte dann, ich formuliere es mal hart, nur noch vertitscht. Ich habe auch schon ein Problem, jetzt den Stab über allen Beratern oder der ganzen Industrie zu brechen. Also es gibt sicherlich Vertriebsformen, die nicht kundenorientiert beraten haben. Es gibt Produkte, die nicht zu den Kunden passten. Und solange es in Instituten noch sowas wie Bausparwochen gibt oder das Produkt der Woche oder das Produkt des Monats mit entsprechenden Zielvorgaben, hat das nichts mit Kundenorientierung zu tun. Ja? Aber ich kenne auch viele Berater, die wirklich sich in die Problemlage des Kunden reindenken und dort versuchen, für den Kunden eine gute Lösung zu finden. Wir sehen gerade in der Ausbildung zum Thema Honorarberater, es kommen dann Versicherungsmakler, Ex-Banker zu uns, die sich schulen lassen zu diesem Thema. Und da stellen wir doch fest, dass der Hauptgrund dieser Schieflage, die Sie eben angesprochen haben, doch die Produkte sind, weniger die Berater. Die Berater, habe ich schon den Eindruck, dass die bestens ausgebildet sind oder gut ausgebildet sind. Und letztendlich hat der Berater schon funktioniert, die Produkte haben nicht funktioniert. Und da sieht der Kunde natürlich im ersten Moment den Berater im Vordergrund, obwohl es ja gar nicht so ist. Kein Berater ist bei der Produktentwicklung dabei. Er wird nicht eingeladen, wie ein solches Produkt funktioniert, wie die Margen geplant sind auf allen Kostenebenen. Und gleichzeitig verschleiert man natürlich durch die Prospekte, die gewisse Werbeaussagen haben, auch die dazugehörigen Risiken. Was hat die Finanzdienstleistungsindustrie aus der Finanzkrise gelernt? Nichts bis nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was man gelernt hat, dass natürlich jetzt politischer Druck reingekommen ist, dass man damit umgehen muss, dass man neue Produkte kreieren muss. Aber was ich sehe bei den Emittenten, dass man natürlich nach wie vor versucht, alte Margen zu halten, Produkte zu kreieren, die ja, das alte Einkommen für die großen Gesellschaften sichern. Ich denke auch, dass der Druck auf die Industrie von der Regulierung kommen wird. Und der geht ganz klar in Richtung einer Transparenz auf Ebene der Produkte und auf Ebene der Beratungsprozesse. So, was ich täglich erkenne, man versucht so lang zu tanzen, wie die Musik spielt und ist dann mehr erst gewillt, wenn es der Gesetzgeber tut. Was an sich ein unglaubliches Armutszeugnis ist für das Management dieser Dienstleistung, weil sie einfach nicht als Unternehmer denkt, sondern immer daran denkt, okay, es wird schon irgendwie weitergehen. Aber diese Geschäftsmodelle, die unter diesen Prämissen laufen, sind alles andere als robust und profitabel. Sie müssen so sehen, die Finanzindustrie wird immer der Regulation ein, zwei Schritte voraus sein. Ich glaube, so wie Sie sagten noch einmal, der Markt wird das regeln, weil wir doch auf der Marktseite, nämlich den Endkunden, seit Lehman doch eine Veränderung erlebt haben, weil damit Lehman plötzlich weiß, was Risiko ist. Ja, Sie haben gefragt, wie die Kunden sich verhalten. Genau, neuerdings. Ich sehe seit 2008, seit dem Zusammenbruch, seit der Finanzmarktkrise, der Zusammenbruch von Lehman Brothers, ein ganz anderes Verhalten seitens der meisten Kunden. Nicht alle Kunden, aber die meisten sind viel kritischer geworden. Also hat die Finanzkrise zudem das gebracht, dass die Skepsis den Kunden intelligenter macht. Das halte ich auch für sehr positiv. Da setzen wir ja auch an, weil wir natürlich als Honorarberater noch Detailwissen besitzen, was über den normalen Beraterstatus hinausgeht, nämlich Wissen zu den Produkten, wie werden die Produkte gebaut, wie sind die finanzmathematischen Grundlagen, welche Kostenebenen gibt es im Detail und wie wirken die sich aus. Und wenn das dann geklärt worden ist, dann haben wir auch wieder das alte Erlebnis, dass der Kunde dem wieder vertraut und auch kauft.
Ich meine, ganz simpel und einfach, die Menschen haben einfach keine Lust mehr, die Geschichten zu glauben und dann nach 2, 3 Jahren zu erfahren, dass das alles nicht gestimmt hat. Wie reagieren denn Ihre, Sie betreuen sehr viele Finanzdienstleister, wie reagieren Sie auf die Offenlegung der Provision? Ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Umfrage bei den AfW-Mitgliedern. Da ist es so, dass 50% der Berater sagen, entweder mache ich jetzt schon oder ich sehe das durchaus positiv. Die andere Hälfte sieht es, gibt so ein Lager der Komplettablehner und aber auch noch so 20%, 30%, die sagen, okay, muss ich mich dann halt irgendwo mit gutstellen, wenn es so eine Regelung gibt, weil das Selbstbewusstsein einfach auch steigt. Das sehe ich jetzt ähnlich, wie Sie das gerade beschrieben haben. Die Vermittler haben ja seit der VVG-Reform, Versicherungsvertragsgesetz-Reform, ja schon die Möglichkeit, über das Produktinformationsblatt ihre Provisionen offenzulegen und die weiteren Kosten offenzulegen. Und wenn ich seit 2008, habe ich mehrere tausend Berater sprechen können. Und in allen Gesprächen, in den Seminaren und in Einzelgesprächen kam zum Vorschein, dass 95% aller Berater das bisher nicht aufgedeckt haben. Weil einfach die blanke Angst da ist, dass der Kunde der Beratung nicht folgt, der Produktempfehlung da nicht folgt. Was auch dramatisch unterschätzt wird, ist, dass die Provisionskosten im Durchschnitt aller Produkte, im Durchschnitt der Provisionen, weitaus weniger als 10% ausmachen. Es wird aber am Markt diskutiert, als würden diese Provisionskosten gefühlte 30, 40, 50% der Gesamtkosten ausmachen. Es sind aber lediglich nach unserer mathematischen Recherche über fast alle Produktarten durchschnittlich 5 bis 7%. Sie sagten, der Provisionsverbot ist nicht durchgegangen für Europa. Wir wissen auch, dass es aber in England durchgeht. Wie sehen Sie denn das? Glauben Sie nicht, dass es eine gesetzliche Änderung gibt, dass es doch irgendwann mal bei uns auch so ist, dass es ein Provisionsverbot gibt? Also das, was wir in UK sehen, ist natürlich, wie Sie schon sagten, eine landesspezifische Angelegenheit. Nichtsdestotrotz schaut natürlich die aussichtsrechtliche Seite aus Europa schon darauf, was dort passieren wird. Und man kann mal davon ausgehen, dass ein Provisionsverbot auf alle Fälle aus politischer Sicht dort einen positiven Effekt zeugen wird. Ob es jetzt die Probleme löst, bezweifle ich stark. Denn es ist am Ende des Tages für den Kunden ziemlich unrelevant, ob er ein mangelhaftes Produkt auf Provision und Honorarbasis bekommt. Ja. Diesen Punkt, den Sie hier ansprechen, den finde ich extrem spannend. Denn wenn wir vom Provisionsverbot sprechen, dann sprechen wir natürlich von der Honorarberatung auf der anderen Seite. Und ich möchte es mal so sagen, mein Thema oder mein Hauptproblem, was ich hier sehe, ist ja diese bereits zitierte Anreizproblematik, dass ich nicht sicher sein kann, tatsächlich, dass es im Interesse des Beraters ist, das Produkt zu empfehlen, was das Beste für mich oder für den Kunden ist. Und ich sehe die Honorarberatung eigentlich als eine Holzhammermethode, diese Anreizproblematik zu lösen. Sie wird dadurch schon gelöst. Als praktizierender Honorarberater bin ich eigentlich für nebeneinander beider Systeme, weil wir hier zu viele unterschiedliche Produktarten haben, die teilweise nicht auch im Honorar belegbar sind. Bisher liegt der Fokus der Finanzindustrie auf den Verkauf von Produkten. Wo wird der Fokus in Zukunft liegen müssen? Wie in jeder Branche muss man sich überlegen, was schaffe ich als Unternehmer für einen Mehrwert? Und der Fokus wird sich daraus ergeben, welches Verständnis und welchen Veränderungswillen die Branche mit sich bringen wird. Das heißt, ich muss mir als Berater, sei es nur als Selbstständiger oder als Banker, ob klein oder groß, überlegen, was für eine Dienstleistung biete ich an. Und die Regulation wird es immer schwerer machen, sich auf Produkte zu fokussieren. Das heißt, das Einzige, wo ich mich spezialisieren und differenzieren kann, ist die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden umgehe. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber das ist die einzige Möglichkeit, um zukünftig ein nachhaltiges und robustes Geschäftsmodell anzubieten und vor allem auch rauszukommen aus diesem permanenten Verkaufsdruck, dem man ja auch unterliegt. Da möchte ich nochmal ansetzen. Der Kunde kommt zu uns mit einem Problem. Und das Problem kann in der Regel nicht ausschließlich durch eine Beratung gelöst werden, sondern mit einem Produkt. Die Frage ist also, wie sind die zukünftigen Produkte gebaut, dass ich vernünftige Produkte verkaufen kann. Und dann wird der Hauptschwerpunkt nach wie vor auf dem Produktverkauf liegen müssen, weil der Kunde ein Problem gelöst bekommen haben will. Wobei man vielleicht, also wenn wir jetzt wirklich über Beratung reden und nicht über Drückerkolonnen und Ähnliches, glaube ich, dass es dahin gehen kann, dass die Betreuung des Kunden
mehr in den Vordergrund rückt. Das kann aber eben auch sein, wenn im Provisionsbereich eben der Trend mal gestartet wird, was ich hoffe, die Abschlussprovisionen geringer zu halten und dafür die Bestandsprovisionen zu erhöhen. Aber wie gesagt, mein Petitum wäre, die Abschlussprovisionen runter, Bestandsprovisionen hochsetzen und darüber dann auch eine wirklich langfristige Betreuung des Kunden sicherstellen und Provisionsanreize minimieren. Aber jetzt habe ich eine Frage. Sollte die Bestandsprovision und das Verhältnis der Bestandsprovision und der Abschlussprovision nicht abhängig sein vom Produkt? Oder liege ich falsch? Nein, da liegen Sie hundertprozentig richtig. Denn ich habe als Berater unterschiedliche Aufwände für unterschiedliche Produkte. Und der Berater kennt die Aufwände. Das kostet alles Zeit, kostet Arbeit. Die muss ich bewerten können, die muss ich umlegen können in eine faire Bestandspflege. So, das kann dann Provision sein, das kann auch Honorargröße sein, das ist eigentlich egal. Aber hier muss man auskömmlicher kalkulieren, denn die alten Provisionszuwendungen seitens der Emittenten für die Betreuung sind definitiv zu gering, um auch wirklich einen Kunden langfristig ordentlich betreuen zu können. Also wir sind uns ja hier offensichtlich einig, dass wenn die Beratung, gute Beratung, umgesetzt werden soll, dann muss sie irgendwann mal letztlich auch mit einem Produkt verbunden sein. Die Frage ist nur, mit welchen Produkten? Das ist die Frage, wie groß ist die Produktpalette? Und dann vor allem Ihr Punkt, Herr Kanzler, wie hoch ist die Qualität der Produkte? Und ich denke, hier wird der Trend tatsächlich in Richtung Standardisierung gehen, sprich, der Berater wird etwas weniger qualitativ hochwertigere Produkte zur Verfügung haben. Aber die Expertise muss natürlich bei ihm vorgehalten bleiben, denn er soll ja die Produktauswahl dann treffen. Und hier kann ich dem Herrn Kanzler nur zustimmen. Wir haben es, und da möchte ich als Hochschullehrer sprechen, wir haben es jetzt mit fast 60 Jahren Finanzmarktforschung zu tun. Und diese Finanzmarktforschung hat eindeutig bestimmte Ergebnisse gezeitigt und die Praxis weigert sich, diese Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und nimmt die einfach nicht hin. Und wir haben in unserem Institut beispielsweise ein Produkt kreiert, in dem wir versuchen, wirklich die Ergebnisse der modernen Finanzmarktforschung auch für die Breite, für das sogenannte Breitengeschäft und nicht für den Spezialisten verfügbar zu machen. Und dieses Produkt wird natürlich verprovisioniert. Nur jeder Berater, der dieses Produkt verkauft, der weiß, er tut das Beste, was er tun kann in der Situation. Ich bin überzeugt davon, dass ein Erfolgskriterium der Zukunft sein muss, dass sich die Häuser mehr in die Sicht des Kunden versetzt. Ja. Ein Kunde per se, der Otto-Normalverbraucher hat keinerlei Interesse an Produkten oder an irgendwelchen tollen Finanzmarktgeschichten, sondern will, wie ich vorhin schon sagte, dass sein Geld mehr wird. Wir als Menschen, wir betreuen weltweit mehr als 3000 vermögensvolle Privatbanken und haben denen geholfen, ihre Businesses zu transformieren hin zu kundenorientierten und produktunabhängigen Geschäftsmodellen. Und wir sehen dort weltweit, das sind die am schnellst wachsenden Geschäftsfelder in der Finanzdienstleistungsbranche im Moment. Und was ja von den Kunden immer wieder oder von den Interessenten immer als erstes Gegenargument gesagt wird, warum ich mich nicht verändern kann und will, ist gesagt, der Kunde will es nicht. Das ist aber schlicht und ergreifend einfach eine Ausrede. Das ist ein vorgeschobenes Argument, weil am Ende des Tages will es der Berater nicht oder will es die Organisation nicht. Der Kunde auf der Straße, nochmal das Interesse, dass sein Geld nicht mehr wird. Welche Rolle werden in Zukunft aktive und passiv gemanagte Produkte spielen? Ich glaube, die Frage muss man in zwei Bereiche aufteilen. Einmal, was bringt es der Industrie und was bringt es dem Kunden? Nichtsdestotrotz wissen wir aber heute, dass das Kapitalmarktgeschäft ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, am Ende des Tages ist das, was ich bekommen sollte, immer der Marktdurchschnitt. Aber je mehr Gebühren ich in den Produkten habe, desto weiter bin ich vom Markt weg. Aber aus Sicht des Kunden ist ein strategisches, passiv gemanagte Anlageform einfach schlicht und ergreifend schon wegen den Kosten langfristig die bessere Lösung. Da können beide Formen dieselbe Performance zeigen, aber einfach nur die Kosten werden ihm am Ende des Tages einen höheren Ertrag bringen als die aktive Lösung. Als letzte Frage, meine Herren, wie wird denn in Ihren Augen ganz persönlich die Anlageberatung in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen? Wie wird sich darstellen? Der Prozess bildet sich jetzt im Grunde genommen schon ab für die nächste Generation, dass der Berater breiter vom Fachwissen aufgestellt sein muss. Das heißt, er muss gleichzeitig Bankprodukte erklären können, separate Kapitalanlageprodukte,
sei es noch der alte oder neue graue Kapitalmarkt mit allen Möglichkeiten und Chancen, wie auch den kompletten Versicherungsbereich. Zukünftig wird es davon geprägt sein, dass man in allen Bereichen sich in der Tiefe auskennen muss, um Erfolg zu haben. Das heißt, die nächste Generation der Anlageberatung wird darauf basieren, dass ich handwerklich mich verbessere, dass ich wegkomme von Produkten hin zum Kunden, dass ich wegkomme von der Komplexität, die allzu gern gespielt wird, hin zur Funktionalität. Der Kunde will am Ende des Tages mehr haben als vorher. Und ich muss wegkommen von der Spekulation von Kundengeldern hin zum Investieren auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Und es wird andere Menschen geben, die dieses Business machen als heute. Ich glaube, sie wird sich professionalisieren, und zwar auf zwei Ebenen. Und zwar einmal auf der individuellen Ebene des Beraters. Er wird gut qualifiziert sein, in Klammern müssen, um die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. Und er wird zweitens ein professionelles Umfeld haben. Das heißt also, er wird zum Beispiel stark mit entsprechender Beratungssoftware arbeiten, die ihn durch die Beratungsprozesse führt, die ihn auch vor Beratungsfehlern schützt, die am Ende dann ein Ergebnis liefert, was im Sinne des Kunden ist, um also den gestiegenen Verwaltungsaufwand in den Griff zu bekommen, die Haftungen zu minimieren und dann eben für den Kunden auch trotz erhöhter formaler Anforderungen weiterhin genug Zeit zu haben, um Geschäft zu schreiben. Ich glaube, dass sich die Kundenberatung in den nächsten Jahren massiv verändern wird, und zwar weg von dem produktorientierten Beratungsprozess hin zum bedarfsorientierten Beratungsprozess. Ich weigere mich hier von einem standardisierten Prozess zu sprechen, den die Berater folgen werden, aber es wird ein stark strukturierter Prozess sein, um einfach sicher zu sein, dass das, was ich mache, den Anforderungen entspricht und am Ende des Tages auch mein Kunde das richtige Produkt bekommt. Ich möchte mich dem fast, insbesondere Ihren Ausführungen, fast zu 100% anschließen. Ich glaube, die Beratungsdienstleistung wird in Zukunft im Rahmen, scheue mich nicht das Wort zu gebrauchen, stark standardisierter Prozesse stattfinden. Wobei Standardisierung eben nicht heißt, dass diese Prozesse unreflektiert nachgebetet werden, sondern diese Prozesse werden gleichzeitig eine stärkere Professionalisierung erleben. Und in dem Zusammenhang prognostiziere ich, hier wage ich mich mal aus der Deckung sozusagen, prognostiziere ich auch eine Art Renaissance der fachlichen Qualifikation. Herzlichen Dank an unsere Branchenexperten. Das war der Roundtable zum Thema die nächste Generation der Anlageberatung.